Erschöpfung oder chronische Müdigkeit findet nicht nur im Kopf statt, sondern es ist eigentlich immer der ganze Körper daran beteiligt. Darum lohnt es sich auch, von verschiedenen Seiten das Ganze anzuschauen. Energydrinks, Zucker oder Kaffee geben immer kurzfristig einen Energiekick. Längerfristig kann man sogar die Erschöpfung verstärken. Wer aber warm, salzig und auch regelmäßig isst, kann die Energie immer wieder aufholen. Jeden Tag 30 bis 60 Minuten für raus bewegen, es kann auch nur spazieren sein, kann ebenfalls helfen, wieder mehr Energie überzukommen. Es gibt auch energieaufbauende Pflanzen, z.B. die Rosenwurz, die man als Tinktur oder als Tee kann zu sich nehmen kann. Und im Laufe des Tages immer mal wieder eine Pause einschalten, nicht durcharbeiten. Oder sich eine manuelle Therapie, z.B. eine Massage oder Fussenflexzonenmassage gönnen. Es braucht also gar nicht viel. Mit der Berücksichtigung von ein paar wenigen Empfehlungen kann ich meine Energie wieder aufbauen.